Mann, das ist so traurig. Was denn, Utwein? Na, das hier mit den Asura. Meine Herren, ich hab gedacht, ich komme damit klar. Vielleicht auch, weil es Asura sind, aber von wegen. Stunde um Stunde habe ich hier auf dich gewartet und so viele Tränen haben den trockenen Boden, diese Dürre hier von mir benetzt. Guck mal, hier sind lauter Blumen gewachsen. Ja, als ob. Ja, wirklich. Mhm. Juhu, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zur Let's Play Guild Wars 2. Ach man, das ist aber wirklich traurig. Ich sehe es wohl auch so. Und wenn du das so auch empfindest, Utwein, dann bin ich eigentlich beruhigt. Warum? Na, dann bist du ja doch nicht so ein Asura-Hasser. Ach, Asura-Hasser. Wer hat denn von Asura-Hasser gesprochen? Ich nicht. Naja, nö. Kommt manchmal ein bisschen so rüber. Okay, lass uns mal fortfahren. Wir gehen nämlich zur Entdeckung von Scarlets Durchbruch. Oh, da sind auch schon unsere Freunde. So, mal gucken. Oh. Hat sich nichts dran geändert. Ich bin so froh, dass ihr hier seid. Ist ja unglaublich hier. Und es wimmelt vor Fieslingen. Die Inquestur ist hier. Mit der Inquestur werden wir fertig. Los, räumen wir auf. Wartet, Rox. Seien wir schlau. Hier sind bestimmt Sicherheitsvorrichtungen. Sie sind vermutlich nicht aktiv, aber wenn wir sie reaktivieren, könnten wir sie nutzen. Oh, können wir die Kerle nicht auf gute altmodische Art loswerden? Könntet ihr, aber sie wären gleich wieder da. Scarlets Sicherheitssystem schützt den Bereich vor künftigen Angriffen. Macht mir den Weg zur ersten Konsole frei. Wie lustig die jetzt hier standen, ne? Die drei guckten in diese Richtung und Kasimir und Marjorie guckten zu mir. Leylinienknoten entdeckt. Sichert die erste Sicherheitskonsole. Sichern wir sie doch, die Sicherheitskonsole. Ach so Gott. Oh ja, los geht's! Tja, aber ich möchte mal kurz Protokoll geben, dass ich allgemein erstmal Brahams Meinung bin. Können wir das nicht auf gute alte Weise machen? Also ich meine trotzdem... Wohl nicht. Ich würde fast sagen, dass Timmy hier wirklich, die am besten informierte ist. Aktiviere manuelle Steuerung der... Oh, Schockwaffen. Klasse. Alles gut. Bitte sehr. Rutzelt die Inquestur mit der Konsole. Das Ding fliegt uns jetzt nicht um die Ohren, oder? Blödsinn. Die Gefahr ist witzig klein, unerheblich. Etwa... Ach, 53%. Ich hab uns als nicht feindlich gekennzeichnet. Na gut. Rutzeln wir ein paar Inquesturlinge. Ah, was denn hiermit? Nutzt die Konsole, um die Inquestur zu vernichten. Haha, okay, ja, warum nicht? Moment, also das da und dann dahin. Ah, verdammt! Aber wir kriegen hier Ärger, wir kriegen hier Ärger. Wartet, vielleicht kann ich sie auch machen. Oh, wow, okay, dieser Laserstrahl sieht ja cool aus, aber macht nicht so richtig viel Schaden, oder? Na geht, 50%, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, aber wir können da unten auch noch weitermachen. Es gibt hier übrigens einen Erfolg, und zwar die Kanone nicht zu benutzen, aber ich glaube, den kann man sowieso nur machen, wenn man das Ganze wiederholt. Ab der lebendigen Welt Staffel 2 werden hier ja wiederholbare Instanzen, upsala, freigeschaltet und für die ihr dann auch, wenn ihr dann zum Beispiel den kompletten Bereich der lebendigen Welt macht, auch eine schöne Belohnung bekommt. In der Regel sogar aufgestiegene Art und Weise, also aufgestiegene Ringe, Amulette, Accessoires und so weiter und so fort. Es lohnt sich da auf jeden Fall vorbeizugucken. Außerdem gibt es in der Regel Tyria-Beherrschungspunkte, was vielleicht interessant ist für alle, die schon Heart of Thorns besitzen. Ist klar, ich mach mal da drüben noch mit. Ja, wir brutzeln alles. Schön, dass unsere Freunde davon nicht betroffen werden. Das ist wirklich nice, muss ich sagen. Da, oh, wie, das hat jetzt vor ihm gestoppt? Alles klar, musste ich halt zweimal machen, ne? Wie viel von der Inquestur müssen wir denn jetzt hier töten? Es ist ja eine Menge. Ah, Moment. Ihr habt sie alle. Wenigstens die, die man sehen konnte. Es gibt noch eine andere Konsole. Die müssen wir auch aktivieren. Geh
gehen wir. Euch macht das hier Spaß, stimmt's, Timmy? Mit Scarlets brillanten Apparaten? Auch wenn's nur erste Entwürfe sind in Questurplätten? Klar macht mir das Spaß. Und mir! Also ich meine, ich habe mich schon oft mächtig gefühlt, insbesondere in diesem Anzug, aber das hier, das war auch gut. Soll ich mal vorgehen oder kennt ihr den Weg? Ich glaube, du kannst ruhig vorgehen. Das hier sieht doch nach Inquestur aus. Dampfwesenskontrollen, Überschreibungskonsole. Mhm. Wir müssen übrigens 4 Assassinen töten. Was sind diese hier? Ich bin stark. Sehr schön. Haben wir sie alle? Nee, einer noch. So, den hätten wir. Und nu, Timmy? Die ist etwas komplizierter. Aber nicht so, dass ich sie nicht knacken kann. Ist heute mein Geburtstag? Die hat Verbindung zu einer der Dampfwesen. Dum-di-dum und tada! Jetzt habt ihr volle Kontrolle. Bei schwerem Schaden werdet ihr rausgeworfen. Aber das Selbstreparaturprotokoll sollte das Ding wieder zum Laufen kriegen. Ich will es ausprobieren. Nicht ihr! Das ist nur für den Boss. Oh, was? Ich darf ein Dampfwesen steuern. Von wo? Von hier? Geratet nicht in ihr Kreuzfeuer. Die Waffen der Inquestur können sehr übel sein. Ihr solltet wissen, dass ich nicht immer nur lächle. Ich dachte, dieser Ort wäre versiegelt. Das war er auch. Aber wenn die Inquestur etwas kann, dann ist das Finden und Plündern verdeckter Labore. Okay, wir kümmern uns gleich darum. Ich muss erstmal hier ein bisschen Inquestur schreddern. Assassine Nummer 1. Und gleich noch ein paar hinten rein. Ah, komm schon. Und bums. Und du auch noch. Wuppdiwuppdi. Ah, hier ist noch einer. Gut, dass das vorbei ist. Und da kommen immer mehr. Steuert das Dampfwesen. Ach so. Ach, jetzt bin ich wirklich das Dampfwesen. Alles klar. So, und treten. Immer feste zutreten. Genau. Zack. Wuppsdiwuppsdi. Das ist aber nett. Das ist ja nice. Und so. Und so. Und immer schön mit Zahnrädern werfen. Oh mein Gott, was bin ich froh, dass ich so einem Dampfwesen noch nie begegnet bin, was so die Räder schleudert. Das scheinen irgendwelche neuen Entdeckungen zu sein. Früher auf den Zittergipfelkarten, als ich schon mal solche Dampfwesen gesehen habe, waren die aber nicht so. Ui. Und ui. Aber ich glaube, wir haben noch eine Konsole vor uns. Bringt mich hin und die Sache ist geritzt. Ich muss sagen, das steht euch gut. Beeilen wir uns. Die Inquestur geht nicht so leicht auf. Die werden einen Gegenangriff starten. Bereiten wir uns vor. Hör mal, Timmy, ich muss mal mit dir reden. Diese Sache mit dem Dampfwesen. Sag mal, kann man das nicht als Gürtel oder so entwickeln? Also ich fände das echt schön, also schick, also ich meine nützlich, sicherlich unserer Sache dienlich, wenn ich so ein Ding hätte. Also ich meine, ich musste ja nicht gleich ganz im Anzug stecken, aber wenigstens so ein bisschen. Och, Timmy, überleg doch mal, ja, denk doch mal drüber nach. Das war schon nett, muss ich sagen. Okay, sichert die dritte Konsole. Also einmal hier rüber. Ich glaube, da kommen wir am besten hier rüber. Da geht's noch gleich rauf. So. Überschreibungskonsole des holographischen Verteidigungsnetzwerkes. Alles klar, ich denke, Timmy muss auch erstmal hier ankommen, dass die immer so langsam sind. Eieieiei. Die sind immer schneller als der Charakter, wenn er geht, und langsamer als der Charakter, wenn er rennt. Und natürlich noch langsamer als der Charakter, wenn er sprintet auch noch. Also irgendwie einen Speedbuff hat. Machen wir die erstmal kaputt. Danach dürfte Timmy uns eigentlich erstmal wieder was zur Konsole erzählen. Na?
Oder muss ich sie ansprechen? So, das war die letzte. Jetzt wird Scarlets holographische Abwehr aktiviert. Wenn es soweit ist, wird alles hier drin getötet. Was? Euch ist schon klar, dass wir auch in die Kategorie alles fallen, oder? Keine Sorge. Ich kann dem System sicher beibringen, dass es unsere Umrisse als Verbündete erkennt. Dauert halt etwas. Vergesst etwas. Die Inquestur greift an. Ein Haufen Inquestur. Timing, macht so schnell ihr könnt. Wir verschaffen euch Zeit. Oh, ich sehe sie gar nicht. Jetzt geht's los. Ach verdammt, die rücken hier gleich mit großen Golems an. Ist ja, toll. Ah, wie gut, dass der Utwein gestärkt ist von seiner neuerlichen Erfahrung mit dem Dampfwesen. Ja, von wegen. Lass das mal schön. Warum ist denn Marjorie da unten? Sind da unten denn auch noch welche? Oh, das tut aber weh. Wer ist denn das hier? Der Golemant? Ja, genau. Mir tut hier was weh. Zack, ist er tot. Wow, okay. Wir machen uns mal hier das Ding hin. So eine Tafel. Sehr schön. Okay, der nächste. Volltreffer. Das sah doch schon gut aus. Ist unsere Tafel noch da? Ja, Tafel ist noch da. Leider gehören ja meine Freunde nicht wirklich zu meiner Gruppe, sonst könnte ich ja sehen, wie es denen geht, wenn ich eigentlich Vorteil habt. Wenn die einem als Gruppe angezeigt würden oder als zusätzliche Gruppenmitglieder irgendwie. Ich meine, man kann ja auch hier in eine Gruppe mit einer Gruppe reingehen. Aber so als zusätzliche Gruppenmitglieder fände ich das schon ganz nice, wenn ich ehrlich bin. Mir geht's auf jeden Fall gut mit dem Steinchen jetzt hier. Ich denke mal, ich werde das mit dem Steinchen auch weiter ausbauen. Oh, weg hier. Denn die Wirbeln sind die doch ziemlich unangenehm. Das habe ich ja schon an der Absturzstelle des C4-Sanktums mitbekommen. Gegen die beiden Golems da zu kämpfen und ihren Meister, das war echt kein Zuckerschlecken, muss ich sagen. Dagegen sind die jetzt hier wieder einfach. Mal bitte hier runter, Tafel. Ich brauche dich mal hier. Boah, treffe ich den jetzt gar nicht. Ach, scheiße. Und ich habe gedacht, ich würde ihn jetzt so treffen. Okay, brauchen wir die Tafel doch hier oben. Huch, war es das jetzt? Sieht ein bisschen so aus. Kommen keine Angriffe mehr? Also gut, Abwehr wird aktiviert. Seid ihr absolut sicher, dass uns das nicht umbringt? Absolut. Mit solider 53%iger Sicherheit. Ich höre wohl nicht recht. Vielleicht solltet ihr... Das ist wunderschön. Und wir leben noch. Das ist ja mal was. Natürlich leben wir noch. Das war ein Scherz mit den 53%. Es waren eher 78. Wunderbar. Sieht aus, als würden wir einige Zeit lang die Einzigen sein, die hier drin rumlaufen. Großartig gemacht, Jaime. Ich weiß. Wo sind wir hier? Das ist eine Höhle. Ihr wisst, was ich meine. Naja, es scheint ein Leylinienknoten zu sein. Und ehe ihr fragt, da treffen sich mehrere Leylinien. Scarlett hielt es für so wichtig, dass sie hier ein Labor einrichtete. Die Verderbnis des Pflanzendrachen ist eingedrungen. Ja, das ist beunruhigend, aber verständlich, denn Drachen verzehren Magie. Sie fühlen sich zweifellos zu Leylinien hingezogen, wie Spinnen zu den Fliegen in ihren Netzen. Das verheißt nichts Gutes für Wegmarken. Nein, ich fürchte nicht. Es muss doch etwas geben, was wir tun können. Ich arbeite an einer Lösung. Ich habe das Asurische Wegmarkennetz angezapft, um zu sehen, welche Wegmarken gestört werden. Es geht viel weiter, als ich dachte. Wie weit denn? Nun, zum Beispiel benehmen sich die Wegmarken in Fort Concordia und Fort Salma sonderbar. Wenn es die Tentakel des Drachen sind, und ich vermute, so ist es, dann ist das recht weit weg. Bei anderen gibt es auch Störungen, aber bei den beiden ist es am außergewöhnlichsten. Interessant, dass beides Festungen sind. Ich finde, das sollte man genauer betrachten. Ich will mit eigenen Augen sehen, was es damit auf sich hat. Teilen wir uns doch auf. Rox und ich übernehmen Concordia, ihr zwei geht nach Pforzheimer. Und grüßt eure Schwester. Großartige Idee.
Ich würde gern Zeit mit Belinda verbringen, sie besser kennenlernen. Ihr könnt betteln, so viel ihr wollt. Ich gehe nirgendwo hin. Ich muss hier bleiben und meine Forschung weiterführen. Und damit basta. Ich bettle nicht. Kommt, Brian, wir gehen. Und abgeschlossen, die Entdeckung von Scarlets Durchbruch. Ja, wir sind hier so direkt reingestürmt und haben uns gar nicht richtig umgeguckt, weil wir sofort angefangen haben, da hinten die ganzen Konsolen hier an den drei Stationen letztendlich hier an uns zu bringen. Wir bekommen ein bisschen Loot, zum Beispiel die Mod im Saatgutbeutel, die sind ja richtig gut. Da ist ja richtig viel T5 und T6 Material auch schon mal drin. Ja, okay, jetzt nicht ganz so viel, aber geht schon. Laborausrüstung noch. Ich berg das ganz direkt weg. Vielleicht was Gelbe das dabei gewesen. Jupp, das tun wir auch weg. Und alles weg. Prima. So. Ansonsten sind wir hier tatsächlich fertig und sollen die Störung in Concordia untersuchen. Ich würde fast sagen, bevor wir nach Concordia gehen, schauen wir uns die Höhle nochmal so ein bisschen an. Machen wir mal das Interface dafür weg und den Utwein auch und gucken uns mal die Höhle noch mal ein bisschen genauer an. Zumindest in dem unteren Bereich hier, den wir bisher ja auch abgelaufen sind. Schade, da hinten kommt man leider nicht durch. Die Höhle scheint aber noch eine ganze Ecke weiter zu gehen. Wirklich noch eine ganze Ecke. Auch hier ist ja nicht Schluss, da geht es hinten noch weiter. Interessant sind diese seltsamen löcherartigen Strukturen hier, ne? Die befinden sich ja nicht nur hier in ganz groß in dem Gestein und in etwas kleiner und manche sind nicht ganz durch, sondern die befinden sich letztendlich hier auch in ganz winzig klein auf dem ganzen Gestein. Sie sind alle nicht so ganz perfekt rund. Aber wenn man sich hier so die Linien anguckt und die Ley-Linien sollen ja etwas sehr Mächtiges sein, dann kann man sich doch gleich vorstellen, dass all diese Löcher hier von den Ley-Linien gebohrt wurden und vielleicht von irgendwelchen Querschlägern, die hier bestimmt gelegentlich mal durch die Höhle zucken. Ich würde so gerne mal da drinnen laufen. Ich bin ja auch einer von den Personen, die so ganz perfide Jumping-Puzzle mag, wo sich dann irgendwie die Plattformen, auf denen man sich bewegt, bewegen und man irgendwie diese Bewegung mitmachen muss. Das sieht so schön hier aus. Das war zumindest bis zu diesem Zeitpunkt der schönste Ort, wie ich fand, im ganzen Spiel. Hier diese Ley-Höhle. Mit den exotischen Pflanzen, die hier aus dem Gestein ragen. So, und da oben geht es halt noch ein bisschen weiter, aber diesen Bereich, den heben wir uns einfach für etwas später auf. So, verlassen wir erstmal die Höhle und reisen dann nach Concordia. Concordia befindet sich auf einer Karte, die der Utwein, glaube ich, noch gar nicht erkundet hat, richtig? Der ist nämlich in den ganzen Menschengebieten noch nicht gewesen. Und, wartet, müsstet... Ach doch, Concordia. Ja, Concordia. Concordia ist hier, das ist da, wo die Wegmarke, wie wir ja schon wissen, kaputt ist, sodass wir immer von der Wegmarke Wirbelstromschnellen ausreisen müssen. Da sind wir auch schon. Untersucht die Störung in Concordia, begebt euch nach Concordia in den Baumgrenzenfällen. So, da können wir, upsala, gleich ein bisschen schneller laufen. Ich bin wieder da, um an eurer Seite zu kämpfen. Dachte ich schon, ich bin wieder hier in meinem Revier, hä? Ach so, wartet mal, hups, der grüne Wirbel ist ja da vorne, oben auf dem Gestein. Tatsächlich betritt man Concordia nicht direkt sofort, sondern man muss erstmal nach Concordia hin. Finde ich eigentlich ganz gut gelöst. Auch Brombeersträucher. Xylenia wartet auch schon. Der Concordia-Zwischenfall. Was im Namen des Wolfes ist los? Diese Ranken, die Kleine hat immer wieder recht. Manchmal hat sie auch nicht recht. Was habt ihr gesagt? Ich hab gesagt, wir müssen los, jetzt wo wir alle da sind. Wie es aussieht, könnten die Hilfe brauchen. Ich übernehme die Führung. Oh nein, vergesst es. Nicht mit dem Bein. Ihr seid noch nicht gesund. Bleibt hinter Frostbeißer. Sein Schwanzhieb ist tödlich. Alle gegen einen ist gemein. Mir geht's gut. Na los, bringen wir es hinter uns.
Der humpelt doch noch nicht mal. Also Rox, sieh das doch mal nicht so eng. Was ist denn überhaupt das Problem? Ach, Otwein, das weißt du gar nicht. In der lebendigen Welt Staffel 1 gab es zwei Verletzte. Einmal Marjorie, die hat eine schlimme Verbrennung am ganzen Körper eigentlich erlitten. Ist ziemlich heftig getroffen worden und Braham hat sich das Bein gebrochen, ganz am Ende. Und Rox macht sich halt sehr große Sorgen um Braham und Marjorie macht sich ziemlich große Sorgen. Also ich meine, Kasimir macht sich ziemlich große Sorgen um Marjorie.